Und ich habe noch 6 ja, wegen dem. 14 und 6, ja. Das heißt, du suchst das überfliegst, bringst noch zusammen. Normalerweise schon. Easy. Unter 20 ist nicht gut. Ja. Du tötest ihn. Trotzdem. Nice. Ich nehme. Also, ja, ich stehe ihn halt so einmal, sagen mal, in den Brust, füße ihn raus und schleift die Leiche gleich weg. Richtig typisch. Okay. Ich versuche ihm in der Lautstärke, dass er es gerade noch hört, aber nicht lauter, zu sagen. Ja, ich habe ein gutes Gehör. Also, du kannst leise sein. Ich bin relativ leise. Mhm. Und soll ihm, versuche ihm zu sagen, dass er ihn heben soll. Und er kann also das sage ich, er soll, ich sage gut. Das mache ich. Trage ihn. Ja, ich trage ihn. Ich hebe ihn über offene Schultern. Okay. Und du kommst dann auch da an. Ja, also ich bin. Ich schaue halt bei. Mhm. Was ist? Also, ich bleibe einfach bei. Mhm. Ich warte mal auf Kraftakt. Leicht tragen. Hm? Ja. Aber Kraftakt gibt's nicht. Doch, das ist doch, das Kraftakt kann man schon kaufen. Oft so. Ja, das schon. Da habe ich immer gesagt, Fingerfertigkeit und zweimal Konstitution. Nein, Moment. Ja. Einmal Konstitution und zweimal Körperkraft. Ja, das klingt okay. Eher, ja. Und da kriege ich nichts extra drauf, oder? Also kann. Okay. Das wird ja knapp. Das geht sich wieder aus! Ich noch 2 mit 13, wie sie. 9. Bitte. Das reicht uns. So. Ah. Doch, du trägst ihn raus. Ah, aber ich mach Geräusche. Wenn er ja, sagt, du machst Geräusche. Okay, ja, ich träg ihn raus. Was? Sei leise! Das sagt dir schon, was passiert. Okay, ich träg ihn raus. Gut, wohin? Wohin also, möchtest du mit ihm ansteuern? Die Richtung? Ich gehe. Also. Da ich neben ihm stehe, sage ich ihm ganz leise, aber so, dass er es hört, ins Gebüsch oder so steckt. Ja, ich gehe, das war eh gar nicht so Gebüsch, aber ich will gerade, ob ich links oder rechts gehe, aber zum Handeln. Ich gehe eher Richtung David, weil er noch weiter im Gebüsch drin ist, dass ich ihn nicht so verrate, wie du kannst, wenn er noch weiter draußen steht. Okay. Also ich gehe Richtung David. Bist du irgendwas mal? Ja, ich zücke meinen Dolch, ich stecke den Bogen und zücke ihn runter. Okay. Und renne mal auf die Leiche zurück, auf die Rückleiche. Durchsuche sie und... Ich habe sie noch in der Hand! So. Also ja... Er nimmt sie so, damit ist okay. Ja. Zwei müssen drin bleiben. Ich reiß sie runter. Nein. Also ich lege sie ins Gebüsch schon vorher auch an, zum Checken, was er so drauf hat. Ja, wir wollen... Wir haben wirklich nichts. Gut, dann bleibst du also da und er kommt dann zu dir und wirft ins Gebüsch. Schaub da was auf dem Pfad rumrennt. Es passiert nichts. Dann gehe ich dort auch hin. Mhm. Und weil wir mal so richtig zusammen, hey, wir haben Wichtiges zu tun, als diese scheiß Leiche zu looten. Wenn da wirklich einer drin ist, so wie ich das gerade glaube, ja, dann gehen wir da jetzt rein, schauen, dass das abgeht und so schnell wie möglich. Ja, das finde ich zum Beispiel keine gute Idee, weil ich bin besser im Fernkampf. Ich auch. Ja, warum locken wir nicht die Orks raus? Wir wissen nicht mehr, ob da wer drinnen ist und wenn die dann zurückkommen und die Wache fehlt, dann wissen die, dass da wer ist. Dass da was ist. Ja, weil in der Höhle kämpfen, in der Dunkelheit, ist doch viel schwieriger als draußen, wenn wir mehr auf Fernkampf sind. Ist dann, oder? Ja, aber. Ja, naja. Unser Ziel ist ja, alle zu töten. Ja, eben. Also, irgendwann müssen wir wahrscheinlich fangen. Ja, das auch. Also, ihr Ziel ist es ja, jemanden zu befreien. Stimmt. Ah, ja, stimmt. Die gibt's ja auch noch. Kommen wir wieder drauf. Okay. Unser Ziel ist es eigentlich, die zu befreien. Ja, wir müssen jetzt einfach rausholen und die zu diesen kleinen Baronesse bringen. Dann können wir uns vielleicht verschüssen, bevor der die Probleme mit den Orks wieder bekommt. Kann ich erkennen, wie. Oder. Kann ich immer. Noch rum. Hast du gesehen, wie breit diese Höhle ist? Also. Oder. Ist reingelaufen. Also, wir sehen das doch alle, oder? Ja. Ja, oder kann ich das mit meiner herausragenden Sicht erkennen? Also, mit meiner normalen Sicht habe ich es doch erkannt. Die ist halt relativ breit, sodass zwei Personen nebeneinander laufen könnten. Okay. Und dann wird es halt dunkel. Also soweit ihr sehen könnt, ist halt relativ breit, sodass zwei Personen nebeneinander gehen könnten. Bestimmt auch ein Spieler. Also, wir wollen damit nicht rein. Ich würde sagen, wir rennen da jetzt rein und nicht der Erste, aber irgendwer hat schon eine Fackel angezündet. Ja, dann kann ich eine fangen. Ich hab ja, du musst nicht als Erstes rein. Ja, also ich gehe als Erstes. Also, ja, der Zweite sollte eine Fackel tragen. Ja, dann würde ich da
Nostromo. Ja, man kann ja eh halbwegs nebeneinander laufen, man könnte so leicht versetzt oder so, dann doppelt ja. Nicht selber, sondern vielleicht uns nach vorne, aber es geht halt darum, dass das Erste, was wir sehen, nicht Licht ist. Ja. Also eher weiter hinten, hätte ich gesagt. Ja, gut, aber zügig. Hast du ein Schild? Ja. Okay, dann geht er als Erstes. Okay, dann tausche ich mein Dolch. Welchen? Wurfdolch oder Dolch? Dolch. Dolch. Ich den auch anziehen. Ja, und sobald ich durch. Darauf wartet er. Ich glaube, sagen wir rennen da rein und so, okay, damit darf man würfeln. 20 Jahre stolpern soll durch. Ja, das macht halt die Fackel an. Und halt in der linken meine Fackel und in der rechten mein Wurfdolch. Ich deck meinen Pfeil und Bogen weg, nehme meinen Stab und hoffe, dass wir da halt jetzt reingehen. Ja. Ich schaue nur schnell wieder, ich schaue nur drüber, ich weiß nicht, ob er was hat er bei sich hat. Ja, der ist halt bewaffnet, war mit Schwert und Schild. Hat er einen besseren Schild als ich? Naja, ist halt ein Orkschild, wa? Ja, das sind generell von der Qualität her die Schilde kann ich gar nicht. Na, ich lasse die Sachen mal draußen liegen, vielleicht kann ich später. Also ja, ich lasse liegen und gehe voran. Schwert hat er, kein Dolch. Richtig. Ich glaube, auch das ist nicht so die beste Qualität. Warte, Nostromo, was hat er mit? Also ich frage ihn, weil ich das nicht, ihn selber nicht durchsucht hatte. Es liegt am Boden neben. Geht's einfach weiter. Bitte, okay. Bitte geht's einfach weiter. Okay, dann gehen wir jetzt weiter. Ja, okay, wir gehen. Also du gehst mit Schild vor. Schild, ja. Dann kommt die Fackel. Mit Deutsch. Mit Deutsch. Halber, ja, würde ich sagen. Okay, ich bin im Stab. Als Letztes, okay. Ja. Gut. Dann geht ich habe ja immer noch Deutsch. Ja. Also, ja. 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 Der Stab ist schon zweihändig, oder? Ja. Ich will nicht, dass ich heute ein Messer oder nicht ziehen kann. Weil das wäre ein ziemlich mickriger Stab, das wollte ich nicht. So ungefähr, oder? Sinnvoll dabei. So ein Magierstab. Ja, so. Nee, könnte auch ein Polizeischlagstock sein. Das ist ein ganz normaler Stab. Okay. Okay, ja. Das ist halt nicht normal. Ich, der geilste Stab, den es gibt. Ich gehe voran und schleiche. Zügig! Du wirst schleichen. Ich weiß nicht, zügig. Ja, die sehen uns sowieso, ja. Wirst du wirklich schleichen? Ja, ich okay, ich geh einfach so rein. Danke. Gut, ihr geht also in die Höhle rein. Ja. Ihr habt ja jetzt Licht und sehe ich was Wertvolles. Ich möchte noch einen Tipp. Da steht ein Händler, dem kannst du dann dein Messer verkaufen. Ja, ja, ja. Markus hat ein herausragendes Gehör, oder was? Ja, und ein erhöhtes Sinne. Ja? Genau. Das dunkelt sich. Das passt halt auch auf. Ja, wir passen halt alle auf. Sind dann alle auf Alarmbereitschaft. Ich habe auch ein hervorragendes Gehirn. Herausragend. Gut, 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 dann. Gehen wir weiter. Gut, ihr kommt also an eine Biegung. Und dann geht's geradeaus. Eine Biegung! Und dann geht's geradeaus. Ja, ist ja okay. Also eine Kurve. Ja. Was? Ja, okay. Und, ihr seht in der Ferne ein Licht. Ja. Aber dann ziemlich weit entfernt. Gerade aus dem Licht. Schauen wir mal, wie jetzt fangen wir zum Schlechten an. Wir haben noch immer eine Fackel. Wie weit ist denn das weg? Ziemlich weit weg. Also es ist nur so ganz... Ganz so klein. Hören wir es ganz. Gott. Aber wenn wir ihr Licht sehen, sehen sie uns das Licht auch. Naja, das könnte auch ein großes Lagerfeuer sein. Und also, ihr habt ja nur eine Fackel, also es ist nicht zwangsweise so, dass ihr sehen werdet. Also das ist nur eine Biegung und dann ist gleich das Licht geradeaus. Also was sagt ihr davon, wenn ich die Fackel lösche? Ja, warte mal, wir sind eh noch weit weg. Was haltet ihr davon, wenn wir zweiter, wenn irgendwer in dieser Biegung stehen bleibt und schaut, ob da wer reinkommt? Und wenn ja, am besten mit einer Fackel, dass ich sie anzünden kann. Und wenn ja, dann kommt er da zu uns und sagt uns das. Wir sind natürlich den Gang weiter runter. Das ist eine gute Idee. Ja, wieso eine Fackel? Damit der nicht den dunklen Gang entlang laufen muss. Ich meine, es ist eine Entscheidung, ob er sie anzündet oder nicht, aber. Also einer soll vorgehen und nach. Nein, drei gehen rein und einer bleibt zurück. Okay. Bleibt nicht zurück. Ja, von mir aus bleibt er. Ja, ohne Fackel zurück ist mir egal. Ich bin die Letzte, dann bleib ich zurück, aber ich habe eine Fackel. Hast du eine Fackel? Ja, ich habe eine Fackel. Okay. Ich hätte keine geben können. Passt. Ich habe zwei Fackel. Willst du die Fackel anziehen? Nein, ich zähle noch. Unsere Fackel löschen wir ein bisschen später, würde ich sagen, aber wenn du willst, kannst du sie gar nicht. Wenn du Angst hast, dann wende ich auf dich. Du musst nicht.
Okay. Ich schreite also zu dritt weiter. Ja? Ich schreite voran. Ja, er geht vor. Da bist du halt wieder zu. Okay. Vielleicht bin ich noch direkt hinter ihm, damit ich nicht vorkommt. Ein bisschen was wieder trotzdem sehen darfst. Achso, du meinst so, dass die Fackel direkt hinter ihm ist, okay. Ja. Ich mach das. Fackel, ich mach das. Gut, ihr geht also weiter, weiter, immer weiter. Das Licht, das wird immer größer, ja. Das Licht am Ende des Tunnels ist dazu. Ist es schon sehr nah? Erkennen wir die Feuerquelle? Die Lichtquelle. Die seid im Flackert sie? Ja. Ja. Also ein offenes Feuer. Ja. Kein Magieball. Ja, das ist schon mal gut. Ja, und plötzlich steht ihr vor einer tiefen Schlucht. Im Boden. In der Höhle. Krass. Sehen wir, wie weit sie ist. Und ja. Es ist nicht unbedingt zu erkennen, was unten ist mit eurer Fackel. Weit. Nicht tief. Ach, weit. Also ihr könnt da nicht dran langlaufen. Wir müssen springen. Warte mal. Ist zu weit zum Springen. Glaubst du, wo soll ich jetzt überhaupt dann dran lang zu laufen, dass du so ein gratis oder was? Ja, das kann ja sein. Wie bei Minecraft zum Beispiel. Ja, da habe ich auch mal gedacht. Ist was an der Decke? Ja, Moment. Da ist halt eure Schlucht. Ihr seht weder das Ende auf der rechten Seite noch das Ende auf der linken Seite. Und es führt eine Hängebrücke über diese Schlucht. Ah, doch. Ja. Wie schaut die so aus? Naja, sie schaut auf jeden Fall nicht komplett veraltet aus, so, also dass man auf jeden Fall da einstürzen wird. Aber sie schaut schon relativ stabil aus. Also ich würde mal sagen, jeder geht einzeln drüber. Ja, ich würde mal sagen, dass sie nicht so ganz unbrauchbar ist. Und wenn es keinen zweiten Eingang in dieser Höhle gibt, musst du noch wieder drüber sein, weil hinten brennt noch Feuer, das kann ich den... Da fange ich dann einfach. Ich glaube, bist du noch so ein Zahnriss. Nein, es sieht aus wie ein DSA, die 490. So. So wie so oft, wie du da schon reingeklatscht hast. Ja. Ich mache einfach einen Mastercard von geht's? Allem. Geht's? Ja, bitte. Allzu lang. Da kann ich in allzu langer Zeit schon niemand mehr drüber gegangen sein, aber wir haben jetzt trotzdem zwei Möglichkeiten. Entweder geht er vor, weil er der dickste ist, und wir schauen, ob sie hält. Der schwerste. Nein, da ist es gleich schwer. Aber jetzt bin ich dabei. Deine Paragrafenleiterei kannst du sonst so hinstecken. Und, oder wir gehen vor in der Hoffnung, dass wir noch drüber kommen und er von der Hintern und wir dann wenigstens drüben sind. Ob wir das wollen, drüben zu sein? Kann ich zwischendurch mal irgendwie lauschen? Ob ich Schritte höre, Orgschritte? Ich glaube, du lauscht hoffentlich die ganze Zeit. Ja, aber zwischendurch mal einfach so. Du hörst nur sie immer weiter sich entfernen, aber du hörst draußen nichts. Okay, höre ich sie dann irgendwann nicht mehr? Jetzt, wo sie an der Hängebrücke sind, würde ich sagen, noch so ganz entfernt irgendwo. Wenn sie drüben sind, hörst du sie noch lauter. Wir sehen halt nicht, wie tief die Flucht ist, oder? Nee. Das ist egal, da geht es auf jeden Fall tief runter. Könnte eine Fackel runterwerfen. Aber ich glaube, nein. Sie wollen nicht wissen, was da unten ist. Ich gehe davon aus, dass es so tief ist, dass da keiner. Jetzt kann ich auch endlich mitreden. Jetzt ist es Ich hab's mir auch erst vor zwei Jahren. Der dritte Teil fehlt noch. Ja, der dritte Teil. Okay, wir machen das. Ich wollte die Ringe nicht. Die dickste. Das ist der längste. Aber es macht ja nichts. Ich hab das Ganze durchsetzen müssen. Ich hab mich selber dazu gezwungen. So traurig, warum hab ich das gemacht? Okay, was machen wir jetzt? Gehen wir zuerst? Oder ja, lassen wir ihn weiß ich das Glück, also ich weiß nicht, ob ich da auf der anderen Seite eingesperrt sein wollen würde. Setz doch mal vorsichtig mit dem Fuß drauf. Wie breit ist die Schlucht eigentlich? Wissen wir nicht. So, dass es zu weit ist, drüber zu springen. Meter, würde ich gerne wissen. Also wenn, dann gibt es das hier nur in Schritten. 50 Meter. 50 Meter, bitte. Du musst den Haken drüber werfen, oder? Jetzt sagt er wahrscheinlich 21 Meter oder so. Ja, aber den 20 Meter ist, ne? Ja. 22 Meter, nein, 7 Schritt würde ich sagen. Okay, das geht. Ja, also ich begebe mich auf die Brücke. Was? Ein Schritt nach dem anderen, ja. Muss man würfeln, ich weiß nicht, würde ich nicht sagen. Also eventuell auf Akrobatik. Das habe ich nicht. Nein, du stützt dich. Ja, ihr lauft drüber. Du läufst drüber. Ich lauf drüber, ja.
Ich folge ihm. Mhm. Also du kommst unbeschwert rüber. Ich bitte die erste Brücke. Ich warte zwar ein bisschen, aber es passiert nicht. Ich bitte die erste Brücke, wenn er drüber ist. Okay, du kommst auch rüber. Easy. Komm mir zu dir! Du bist dann einer nach dem anderen. Ja, ich schaue halt auch, dass ich drüber kann. Klappt. Ich hab so kleine Tore in deinen Augen gesehen. Ja, ich. Jetzt. Die Wackel löschen, ich meine, mir ist es egal. Ich will halt trotzdem schnell weitergehen. Okay. Ich meine, ich könnte einen Dolch mehr haben in der Hand. Ja, ob du den einen Dolch in deiner Hand mehr brauchst, dann ist deine Entscheidung. Dann löscht sie halt. Haben wir genug Licht, dass ist da schon Licht vom Fahne zu uns kommen? Ja, dass wir alles erkennen können. Ihr kommt dem Feuer immer näher und ihr könnt schon erkennen, dass da im Lichtkreis niemand zu sehen ist. Okay, mach doch mal. ja, machst du. Also ich gehe weiter vor, aber schau, weil die Fackel jetzt aus ist, mit meinen Füßen immer, ob halt irgendwie der Abgrund noch einer da ist oder sowas. Merkst nichts, nee. Okay. Scheint. Du merkst nicht und fällt es dann runter. Ja. Also nur fürs Protokoll, ja, ich habe jetzt die Fackel gelöscht, sie weggesteckt, habe jetzt einen Wurfdolch und einen Dolch in der Hand. Okay. Ja, mir wird langweilig. Ja, Moment, ich komme sofort zu dir. Oh, nee. Ich gebe das. Ja? Ja. Komm jetzt nicht mehr. Ja, bleib stehen und piss das dann weg. In die Schlucht runter. Jetzt wird damit überrannt. Warte mal ab. du stehst also da ja in der Biegung, ja? So, dass du nach draußen gucken kannst oder nicht? Oder möchtest du einfach nur nach draußen lauschen? Da würde ich sagen, aber ich meine, die Anlässe, was ich mache. Ist auch nichts dran, aber... Ich schaue nach draußen. Mhm. Okay. Ja. Dann darfst du einmal auf... auf was würfelst du denn? Geht's um 10? Ja, aber ich hab hier. Erstens Dämmerung. Also, ich habe ein bisschen Großbefugnisse. Dämmerungssicht, hohe, nein, Gefahreninstinkt und herausragende Sicht. Mhm. Ja, also ich würfel mal auf Hör. Würfel schon sehr, sehr blind. Du willst da nicht ergeben. Genau. Das ist der gute Würfel, der mir gehört. Und Waldkundig, wenn er noch so dreckig ist. Das ist aber ein hübscher Wald. Er kennt den 5. der Wald. Und in den da bin ich reingelaufen, da sieht man auch meine Spur. Du darfst einmal auf egal, Intuition. No. Intuition. No. Und Gewandtheit würfeln. Was ist Gewandtheit? DE. Okay, also 12, 12, 12. Okay. Bitte werd nicht ermordet. Jetzt finden wir heraus, ob wer was kann oder nicht. Wieso kommt mit? Boah. Er muss würfeln. Für was? Ja! Was hast du denn würfeln? 11, 20. Intuition, weiß Intuition und Gewandtheit, während er rauslauscht und schaut. Na, was glaubst du? Irgendwas. Okay, jetzt darfst du bitte einmal auf Körperbeherrschung würfeln. Geschicklichkeit, Konstitution. Was hast du da für Werte? Was ist denn Geschicklichkeit? GE. GE noch immer. Und Konstitution ist nicht. 12, 12, 11. Okay. Ich kann doch nicht jedes Mal eine 20 würfeln. So. Wieso ist keiner so zurückgeblieben? Ich die so, ja, okay. Wo du okay. Also du stehst. Du stehst halt an dieser Biegung, ja? Und spähst so raus und du wirst immer müder und müder. Und plötzlich fällst du einfach um und pennst ein. Das gibt erstmal einen Riesenkrach.
weil du natürlich deinen Brustpanzer anhast, ja. Durch die knallt auf den Boden, ja. Mal erstmal pleuing. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr, nachdem die mal nochmal dran war. Hören wir das? Nein. Wie ich hab gefahrenes Ding, bitte. Ich auch. Und gutes Gehör. Ja, der hat gutes ich Gehör. Hab herausragendes Gehör. Wie können sie ja morgen. Also, naja. Okay. Morgen kann ich dunkel. Ich bin auch gut ausgehend. Ich auch. Ich hab mich auch noch. Das war's. Ich hab tatsächlich gehofft, dass du schon. Ich das nicht als Vorteil gewählt hab, das hat mich einfach. Wir gehen weiter. Das sieht gut aus. Okay, wenn es nicht lang ist, geht weiter. Ihr kommt an. Geht auf vorsichtig verließen. Frauen, vermutlich. Ihr kommt zum Feuer und bemerkt, dass ihr an einer Sackgasse angekommen seid, weil scheinbar der Weg, der weitergeht, zugeschüttet ist. Also, beziehungsweise sind halt Steine, fette Steine. Ihr kommt da nicht weiter. Da ist auch niemand? Nee. Und nichts? Nee. Liegt nichts Wertvolles, oder? Kann man den Deutschen verkaufen? Nein. Ich meine, der Zwergennase. Okay, in der Decke? Nichts zu sehen. Aber wir können nicht erkennen, wie breit die Steinzuschüttung ist. Nein. Habe ich irgendeine Möglichkeit, die Wände abzusuchen? Wenn ich eine gute Sinnesschärfe. Habe ich auch. Habe ich auch. Habe ich auch. So, so ist es dann. Soll das sein, Fenster? Scheiße. Wie groß sind die Steine? So, das ist höchstwahrscheinlich ziemlich unmöglich. Du hilfst das nicht. Geologie. Wo ist das überhaupt? Was sucht ihr? Geografie gibt es. Ja, okay, Gesteinswissen musst du mitgeben, oder? Ja, gibt es. Das habe ich extra nicht genommen. Das ist ich auch. Es gibt Steinbearbeitung. Nein, das meine ich nicht. Geröllwissen. Da Steinbearbeitung wäre. Das will ich nicht. Du musst aber Wissenstalent. Bergbau gibt's. Ja, das ist auch nicht das. Ich konnte doch Steinbearbeitung bewegen zwischen Geografie und. Das war, glaube ich, ein Gesteinskunde. Vorteil, oder? Nein. Nein. Nee, weil ich habe es auch sonst die ganzen Vorteile nicht. Da habe ich ja Punkte verteilt, glaube ich. Das ist richtig. Das war da, wo du dann gesagt hast, jetzt geht nicht mehr. Ich hab dir nichts weggenommen. Ich hab das nicht drauf getan oder was? Wir haben alles drauf, was dein Programm auch war, tatsächlich. Nö. Also Jungs, was machen wir? Ideen? Anregungen? Wir können wahrscheinlich schauen, ob es irgendeine andere Einrichtung gibt, weil sie sich ja nicht eingesperrt haben komplett. Naja, wir sind ja alle weg. Da ist ja niemand. Ja eben, aber das heißt, es wäre... Wenn die einen Weg zuschütten und beim anderen raus sind, was soll dann sein? Ja eben. Und die sind nicht eingesperrt. Und wenn der andere Weg auch nur nach draußen führt, haben sie da vielleicht ausgesperrt, aber sich nicht aber eingesperrt. Aber warte, hast du nicht gesagt, es gibt so den Weg ein, also auf einen Stift so, den wir reingegangen sind, da steht David. Ja. Und da kommt die Abbiegung, oder? Mhm. Welche Abbiegung? Das war eine Abbiegung. Da, wo David steht. Da, wo David steht. So. Also es gab da keinen zweiten Weg, oder? Nee. Nein. Okay. Ich hätte gemeint, dass sie schauen, sie den Weg rein, das ist ein normaler Weg rein, den haben sie zugeschüttet. Und sie haben einen draußen stehen noch, gerade sagen wir. Und dann gibt es auch noch, entweder sie haben ihn zugemacht, während sie weggegangen sind. Das heißt, sie sind alle gegangen, haben ihn danach zugeschüttet und dann sind alle gegangen. Oder es gibt noch einen zweiten Ausgang irgendwo anders beim Gebirge. Ja, zu dem kommen wir nicht hin, der ist zugeschüttet. Nein, der ist zugeschüttet, aber wenn wir jetzt rausgehen aus der Höhle so. Und außen schauen, ob es einen Eingang wo sollten wir da hingehen, dann kommt ja keiner rein. Was? Wenn wir von innen keinen sehen, nein, wir gehen raus aus der Höhle. Ja, ist mir bewusst, aber auch wenn wir dort einen Eingang finden, welcher soll das sein, weil der muss ja innen nicht rauskommen. Der Gang. Nein. Ja, der Gang geht ja dann rein ins Gebirge wieder. Also nicht in die Höhle, wo wir sind. Das ist schon, aber, aber in den anderen Teil, wo wir jetzt gerade noch nicht hinkommen. Da stellt sich die Frage. So, es gibt einen zweiten Eingang einfach. Darum geht's mir. Habt euch. Da stellt sich die Frage, was hat der Ork bewacht? Eben, das ist auch die Frage. Ja, der, wenn er das ein Lagerfeuer. Die wollten uns da vielleicht in der Falle stellen, wenn die zwei Höhlen laden, dann ist das halt. Das ist nicht das, woran ich denke, Ganesha, oder? Was? Das ist es nicht, oder? Nee, nee. Das ist es. Ich hasse dich so, Junge. Ich weiß, was du meinst. Ich hasse dich.
Wollen wir wieder zu, wollt ihr noch irgendwas machen, dann können wir nicht wieder zu David gehen. Ja, ich glaube, wir werden Richtung Ausgang wieder gehen, oder? Ja, ja, wollte ich auch rausgehen. Ich hasse dich gar nicht. So schnell wie möglich gehe ich da raus. Ich glaub, okay, bevor ihr damit anfangt, ja? Ja. Ich weiß, was du vorhast. David kommt irgendwie wieder so zu sich, also nicht so wirklich, aber er bemerkt, dass er gefesselt ist. Ich wusste, du nichts sagen kannst. Ich wollte gerade anfangen, du, ich habe hier mit Verstecken 7, also... Ich wusste, dass das eine Falle war. So, und ihr kommt an die Holzbrücke, plötzlich hört ihr einen lauten Platsch und zerberstendes Holz und Gelächter. Geil, David. Bist du zumindest ausgeschlafen? Also kannst du eh nicht hören, aber ist mir scheißegal. Das sag ich jetzt so. Kannst du nicht einfach so in eine dunkle Höhle reinrufen? Weil das ist typisch Elfenverstand. Aber bist du wahnsinnig? Du hilfst nicht. So, also ich bin gefesselt. Ja. Und komm zu mir. Ja, aber du bist irgendwie nicht so wirklich... Du merkst, dass du gefesselt bist, aber du bist benebelt. Benommen. Ja. Ich sehe jetzt zwei Möglichkeiten für uns. Entweder... Warte, ist unser Jäger unfähig oder weiß ich, ist ein Ork? Aber nur Frage, also du hast gemeint, es ist ein Platsch gewesen? Mhm. Ja. Okay. Zerbrauchst du das Holz und ja. Das zerbrauchst du das Holz und bei mir so lange ist das Platsch. Ja, eben, das Platsch ist gut, dass er so ist. Ja, ja, das ist so weit weiter. Wir könnten rüberschwimmen vielleicht. Also die Frage ist gut. Ja. Wir könnten aber den Haken warten, das Platsch und das Bumm. Mir ist nicht kalt, nass oder sowas. Das hilft uns auch. Wir können den Haken runterlassen. Ich wissen, ich runtergehe. Also. Wir können den Haken von ihm runterlassen, der hat 20 Meter, dann können wir schauen, wie die Tiefs runtergeht. Ja. Dann müssen wir gut klettern können. Also wollt ihr vielleicht. Jetzt langsam. Wollt ihr vielleicht eure Fackel nehmen? Das wollte nämlich auch. Da darf ich gerne Spieler sein. Nein. Wann ist Spieler, da kommst du. Wir haben Gelächter gehört, oder? Mhm. Schieß deine Fackel. Nein, ich schieß da nicht einfach so eine Pfeile. Flint drüber. Ich hätte die aufsammelt von der Fackel. Was aufsammeln? Meine Pfeile. Ich muss spannen, so ich zur Pfeile drüber. Ach ja, stimmt. Ja. Ich bei Munition einfach vor. Also gut, wir machen das jetzt. Ich habe den Fall ja auch nicht aufgesammelt, gell? Nee. Er hat sich die Leiche zwar angeguckt, aber... Ja, ich wollte nicht... Alle so, schnell rein! Oh, okay. Also ich habe das Reh mit einem Schuss ja, gekriegt, oder? Ja, war mir auch lieber so. Voll. War das so? Ja. Ja. Dann hast du es ja erlöst mit deinem Dolch. Ja. Okay, ich würde sagen, wir... Ja, wir sind Orks immer Bögen benutzt. Nein. Zünd deine Fackel an, wir schauen doch mal. Ich zünd die Fackel an. Ich hab davor einen Bogenwehr Schuss bereit. Also nicht gezogen, aber. Ich halte mein Schild. Währenddessen, also, dass ich einen Pfeil und einen Bogen mache. Ich stelle mich vor der Gruppe und halte mein Schild schon mal bereit. Steht ein bisschen daneben. Du könntest ja gut dass ich schießen könnte. No. Okay. Das ist schön, das interessiert mich gerade noch nicht. Ihr bemerkt auf der anderen Seite eine. Naja, es ist, sind ein paar Orks sichtbar, die sich aber so versteckt halten, dass. Aber ihr seht auch, dass sie euch irgendwie nicht angreifen wollen, aber ihr könnt sie auch nicht anschließen. Auf die Entfernung, wo die sind. Bögen oder Armbrust haben. Und sie schießen. Nicht zu sehen. Sieht auch nicht so aus, als würden die versuchen, auf euch zu schießen. Ihr findet das lustig! Das ist er nicht so! Ich werfe ein Schild drüber, aber er kämpft eine Möglichkeit. Und dann wieder zurück hier rumrang. Nach dem Treffen. Nach dem Treffen. Ja. Den wirfst du wie einen Bumerang in einer Höhle, die schon mal. Der schießt dann so. Achso. Dann darfst du einmal würfeln mit dem Schwert auf mit 50. Okay. Kannst du ein bisschen ausgleichen. Drei kritisch eins unternehmen. Okay. Der einzige Ausweg ist die Schlucht. Konntest du das doch sicher dein Boot dabei? Das ist ein Klappboot. Das ist schon das Klappboot ausgegraben. Da fällt mir nichts auf, außer dass da ein paar Orks stehen. Hm? Mir fällt nichts auf an den Orks, außer dass die da halt rumstehen. Sehen wir, dass David gefesselt ist? Grinsen. Nee, David ist zu weit weg. Okay. Also ich bin und im Dunkeln. Also wir sehen ihn nicht. Ja. Ich rufe ihn nicht. Noch an der Geigenstelle? Mhm. Ich. Und, ja. Also ob da ich sehe, dass da Orks sind.